Ja, super, vielen Dank für das Intro. Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein. Besonders freue ich mich, dass ich vor der Mittagspause dran bin. Dann kann ich mich da nämlich ordentlich gütlich tun, ohne dass ich aufgeregt bin. Des Weiteren freue ich mich natürlich, Sie heute ein bisschen mit in die Welt der Landwirtschaft zu nehmen, wenigstens für die nächsten 20 Minuten. Wir wollen uns dort zuerst einmal anschauen, was für eine komplexe Herausforderung die Landwirtschaft an sich ist. Dann gehe ich ein bisschen darauf ein, wie sie sich im Laufe der Zeit gewandelt hat und was es natürlich auch für Probleme mit sich brachte. So, und abschließend kommt dann die Auflösung und an einem Praxisbeispiel zeige ich, wie wir als Industrie mit innovativer Präzisionslandwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Lösung eben dieser Probleme beitragen können. Und damit möchte ich auch alle hier ein bisschen sensibilisieren, dass Probleme immer auch lohnende Chancen darstellen, insbesondere für so ein innovatives Publikum, wie es hier versammelt ist. So, aber vorher noch ganz kurz zu mir. Ich wurde gerade schon eingeführt. Vom Studium her bin ich Agrarwissenschaftler. Danach habe ich bei John Deere angeheuert und hatte das große Glück, mich da intensiv mit Precision Farming Systemen beschäftigen zu dürfen und hatte dort den Schwerpunkt Geodata Science. Seit 2021 bin ich jetzt bei Pix4D als Head of Product für die landwirtschaftliche Fernerkundungssoftware Pix4D Fields zuständig, sowie für die Public Safety and Emergency Response Software Pix4D React. So, Frau Eisenberg hat gesagt, ich darf nicht so viel Werbung machen, aber bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, muss ich natürlich ein bisschen was zu Pix4D sagen. Wir haben mehr als 200 Mitarbeiter an 8 Standorten weltweit. Unsere Spezialität ist die Fotogrammetrie und Fernerkundung. Im Prinzip heißt das, wir können aus digitalen Fotos georeferenzierte Karten und 3D-Modelle erstellen und bieten dafür spezialisierte Lösungen für verschiedenste Industrien an. Das ist zum Beispiel der Bereich Vermessung, das ist der Bereich Bauwesen, Bergbau, Inspektion, öffentliche Sicherheit und natürlich auch die Landwirtschaft, wo ich mich für verantwortlich zeichne. So, und der Kern all unserer Produkte, der ist die Fotogrammetrie. Und bei der Fotogrammetrie versuchen wir aus den Gemeinsamkeiten von sich überlappenden Einzelbildern, wie Sie das hier in der Animation auch schön sehen können, ja, vermessungsgenaue Karten und 3D-Modelle zu berechnen. Und das gilt sowohl vom Boden aus, als auch von Aufnahmen, die man aus der Luft, zum Beispiel mit einer Drohne oder mit einem Flugzeug aufnimmt. So, und jetzt würde ich sagen, können wir uns der Landwirtschaft widmen. Die Werbung ist abgeschlossen und wir gehen direkt ins Thema. So. Als Einstieg möchte ich mit diesem Zitat hier von Sokrates beginnen und das lautet wie folgt. Der Mensch muss sich über die Erde erheben bis an die Spitze des Firmaments und darüber hinaus, denn nur dann wird er die Welt, in der er lebt, vollständig verstehen. Also man sieht, der gute Mann Sokrates, der hat schon erkannt, wie nützlich doch die Fernerkundung sein kann. So, und das wird eigentlich umso deutlicher, wenn man sich jetzt mal das Hauptprinzip der Landwirtschaft vor Augen führt. Und bei der Landwirtschaft geht es im Grunde darum, sich mit verändernden Bedingungen in Raum und Zeit, wir nennen das in der Landwirtschaft die Variabilität, damit fertig zu werden. Und wir haben Variabilität beispielsweise im Boden und der Boden ist der wichtigste Produktionsfaktor in der Landwirtschaft. Und hier auf diesem Bild sieht man zum Beispiel, wie der Gehalt der organischen Substanz selbst innerhalb eines Feldes sehr stark variieren kann. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor der Variabilität ist das Gelände. Das ist extrem entscheidend in der Landwirtschaft. Denn das gibt im Grunde vor, wie sich das Wasser auf dem Acker bewegt und mit dem Wasser zusammen natürlich auch Nährstoffe, die sich entsprechend verlagern. Hier mal wieder ein praktisches Beispiel. Zum Beispiel, wenn man ein Gelände hat, dann sind die Kuppen in diesem Gelände, die sind eher trocken und die Senken, die sind eher nass. Also kann ich erwarten, dass ich an einem trockenen Jahr mehr Ertrag in den Senken finde und auf den Kuppen finde ich dann dementsprechend weniger Ertrag, da dort einfach weniger Wasser zur Verfügung ist. Jetzt habe ich aber ein nasses Jahr, dann dreht sich das Ganze auf den Kopf um und in den Senken, da wird mir meine Kultur absaufen und auf den Kuppen kann ich den höchsten Ertrag wissen. Also all diese Faktoren muss der Landwirt in seiner Praxis berücksichtigen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja, und das hier sind sehr eindrückliche Bilder von unseren Kollegen aus den USA.
Wetter und Klima sind nämlich die am wenigsten berechnbaren Faktoren in der Landwirtschaft. Und in den USA haben wir aktuell das Jahr ohne Sommer, das heißt extreme Niederschläge, wo die Flächen quasi komplett unbefahrbar sind. Man kriegt die Pflanzen nicht in den Boden. Und gestern waren, glaube ich, auch noch extreme Hagelstürme, das heißt die Pflanzen, die man aussehen konnte, wurden zerstört. Also das Wetter ist auf der einen Seite Segen, auf der anderen Seite Fluch und im Grunde ist das Gott gegeben. Und man kann eigentlich nur darauf reagieren. So, dann auch ein sehr wichtiger Punkt ist die Pflanzengesundheit. Man fragt sich als Landwirt immer, okay, hat meine Pflanze genug Stickstoff, ist sie krank, gibt es Unkräuter, wenn ja, welche, wie bekämpfe ich sie? Und wer von Ihnen vielleicht ein bisschen gärtnert, der, ja, der kennt diesen Kampf gegen die Unkräuter, das ist wirklich sehr schlimm. Ja, und dann auch noch die liebe Betriebswirtschaft, die auch sehr variabel ist. Schließlich muss ein landwirtschaftlicher Betrieb auch verwaltet werden. Betriebsmittel müssen günstig eingekauft und die Erträge natürlich gewinnbringend verkauft werden. Und zeitgleich gibt es eine ganze Flut aus Gesetzen und Regeln, beispielsweise zum Thema Umweltschutz, die man in der Praxis mit berücksichtigen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht der Landwirt das eigentlich? Also wie nutzt er diese ganzen Informationen, um dann am Ende zum guten Ergebnis zu kommen? Ja, der nutzt einen Supercomputer dazu, nämlich sein Gehirn. Ja, und mit diesem Gehirn kann er all diese Informationen verarbeiten und wendet dabei eigentlich ein sehr simples Prinzip an. Und dieses Prinzip heißt Map it, Measure it, Manage it. Übersetzt auf Deutsch heißt das, ich erkenne Probleme, ich schätze sie ein und versuche sie dann möglichst effizient zu behandeln. Und in der letzten Zeit hat das eigentlich auch sehr gut funktioniert in der Landwirtschaft. Ja, man sieht an mir selbst, ich bin sehr stattlich, also die Landwirte produzieren immerhin noch genug Nahrung. Also es funktioniert sehr gut. Aber, es gibt ein Aber. So, und das Aber ist, dass es für den Landwirt eigentlich immer schwieriger wird, diesen Supercomputer mit den Informationen, die ich vorhin beschrieben habe, zu füttern, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt wird man sich fragen, warum ist das eigentlich der Fall? Und auf den nächsten Folien werde ich mich ein bisschen dem widmen, wie es dazu kam. Was hat sich eigentlich verändert? Also bis in die 1950er Jahre war es so, dass der Landwirt die Maschinen selber besessen hat, die er für die Feldarbeit benötigt. Das heißt, umgangssprachlich gesagt, er saß selber auf dem Bock, konnte runterschauen von der Maschine und konnte die Unterschiede im Pflanzenwachstum und im Ertrag selbst beobachten. Und er konnte somit sein Wirtschaften an diese Variabilität anpassen, im Wesentlichen aus der Erfahrung, die er auf dem Feld gesammelt hatte. Er nutzte sein Auge als Ertrags- und Lagesensor, ja, und sein Gehirn als Informationsspeicher und als Verarbeitungsmedium. So, jetzt kam es aber ab den 1970er Jahren zu einem Trend. Und der Trend war, dass Maschinen, Traktoren, Mähdrescher, Anbaugeräte, die wurden einfach immer größer, schwerer und natürlich auch teurer, aber natürlich auch extrem leistungsfähiger. Und das führte einfach dazu, dass viele Landwirte gesagt haben, nee, sorry, ich kann mir diese Maschinen nicht mehr leisten. Ich lagere die landwirtschaftlichen Arbeiten, wie zum Beispiel die Ernte, einfach aus an Lohnunternehmer. Und das führte dazu, dass immer mehr landwirtschaftliche Tätigkeiten, wie beispielsweise die Ernte, Aussaat, dass die eigentlich an Servicedienstleister sozusagen ausgelagert wurden. Insbesondere in den USA ist das natürlich sehr stark, aber man sieht hier auch dieser Statistik, ja, dass es die Lohnunternehmen sozusagen ein immer wichtigerer Faktor werden. Ja, und das führte eigentlich dazu, dass das war speziell bei der Ernte der Fall und das heißt, der Landwirt verlor eigentlich die allerwichtigste Information. Denn die Ernte, muss man sich vorstellen, das ist sozusagen meine Leistungsüberprüfung. Das ist mein Zeugnis am Ende der Saison und das sagt mir, habe ich gut gewirtschaftet oder habe ich schlecht gewirtschaftet. Und dadurch, dass er die Ernte natürlich jetzt entweder an Lohnunternehmer ausgelagert hatte oder dass sein Hof so gewachsen ist, dass er die Ernte an Mitarbeiter ausgelagert hat, hat er halt dieses Wissen über die Ertragsunterschiede innerhalb der Felder, das hat er verloren. Man sieht hier mal ein Beispiel, das ist eine eigene Aufnahme von eigentlich einem relativ kleinen Feld aus Süddeutschland. Und rot ist wenig Ertrag, grün ist hoher Ertrag. Und man sieht, selbst in so einem kleinen 5 Hektar Hemdenschlag ist doch eine sehr krasse Variation zu sehen. Wenn man dieses Wissen nutzen könnte, dann kann man natürlich da auch mehr rausholen für die Umwelt und natürlich auch ökonomisch. So, das ist der eine Punkt, der dazu beigetragen hat. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt und das ist der sogenannte Strukturwandel. Der führt dazu, dass kleinere Betriebe verschwinden und wir hin tendieren zu größeren Betrieben. Man sieht das hier auch in dieser Statistik vom Bundesamt.
Die kleinen Betriebe nehmen ab, aber die durchschnittliche Anzahl der bewirtschafteten Fläche je Betrieb nimmt zu. Also die Betriebe werden einfach immer größer, immer unüberblickbarer. So, und jetzt, was ich vorhin erzählt habe, die ausgelagerten Produktionsschritte in Kombination mit diesem Strukturwandel in der Landwirtschaft, die haben jetzt einfach dazu geführt, dass man ja, standortspezifisch wirtschaften, das war einfach nicht mehr möglich. Das heißt, man versucht jetzt möglichst alles gleich zu bewirtschaften. Also man kann sich nicht mehr Zeit für jedes einzelne Feld nehmen und schon gar nicht für einzelne Teilbereiche in dem Feld. Das geht einfach nicht. So, und bislang war das auch gar nicht so ein Problem. Also man konnte die Nachteile einfach mit größer, schneller, weiter ausgleichen. Also größere Maschinen, verbesserte Sorten, bessere Chemie, kein Problem. Oder ich nehme einfach mehr Hektar, mehr Land unter Kultur, auch kein Problem. Also man konnte das Ganze sehr gut skalieren. Aber gerade bei den Maschinen erreichen wir gerade die Größengrenze. Also in Deutschland zum Beispiel 3 Meter ist die Grenze. Breiter als 3 Meter dürfen die Maschinen nicht sein. Und schwerer als die aktuellen Maschinen dürfen sie auch nicht sein, weil wir sonst den Boden irreversibel beschädigen durch Verdichtung. Und gleichzeitig kam es natürlich auch zur Abnahme der verfügbaren landwirtschaftlichen Fläche. Ein Beispiel sind hier degradierende Böden durch zu intensive Landwirtschaft und gleichzeitig steigt natürlich auch die weltweite Bevölkerung. Das heißt, die verfügbare Fläche pro Kopf, die nimmt im Grunde ab. So, und jetzt haben wir natürlich den Salat. Das heißt, die paar verbleibenden Bauern haben also viel mehr Fläche zu bewirtschaften und ihnen fehlen einfach die Informationen über die Variabilität auf dieser Fläche. Und deshalb ist standortangepasstes Wirtschaften, ja, ist nicht mehr en vogue, geht nicht, macht man nicht mehr. Und das führt natürlich zu erhöhten Umweltbelastungen und natürlich aber auch zu verringerter Effizienz auf diesen Flächen, da man ja alles versucht, gleich und ja, möglichst gleichmäßig zu bearbeiten. So, jetzt habe ich ja gesagt, Probleme sind Chancen. Das heißt, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, okay, wie wandeln wir dieses Problem jetzt in eine Chance um? Und es gibt sicherlich viele Wege nach Rom, aber einer ist die Präzisionslandwirtschaft, auf Englisch Precision Farming. Und bei der Präzisionslandwirtschaft, da versuchen wir quasi diese über die Zeit jetzt entstandenen Wissenslücken mit Hilfe von Daten und Informationen aufzufüllen, welche wir durch Technologie sammeln, analysieren und im besten Fall auch umsetzen. Und auch bei der Präzisionslandwirtschaft ist der Ausgangspunkt immer das Messen und Managen der Variabilität, also ein sehr altes, archaisches Prinzip. So, und jetzt kommt so ein bisschen die Buzzword-Slide. Denn um die Präzisionslandwirtschaft sozusagen umzusetzen, stehen uns jetzt ganz viele verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die wir bei Lego einfach nur intelligent kombinieren müssen. So, zum einen angefangen natürlich bei der Kartierung und Sensorik. Also wir müssen ja messen. Wir brauchen Analysewerkzeuge, das heißt, wir müssen die Daten, die wir sammeln, analysieren. Dann brauchen wir die intelligenten Maschinen, die dann auch genau das machen, was wir geplant haben im Büro. Dann, wenn wir weiter in die Zukunft gucken, John Deere hat gerade den vollautonomen Traktor vorgestellt, habe ich hier einfach mal mit eingefügt. Das wird uns in der Zukunft erwarten. Und natürlich auch die Robotik. Und bei den Robotern gibt es zum einen Fliegenroboter, das sind Sprühdrohnen, zähle ich auch als Roboter. Und dann gibt es natürlich bodengebundene Systeme, wie zum Beispiel dieses Modell hier, was mechanisch Unkraut bekämpfen kann. So, und jetzt genug der Buzzwords, denn ich möchte jetzt wirklich mal ein Praxisbeispiel bringen, wie man diese ganzen Sachen vereinen kann. Und da bediene ich mich aus meiner Lego-Kiste aus den oberen 3 Kacheln, Kartierung, Sensorik, Analyse und intelligente Maschinen. Und ich zeige Ihnen, wie man diese 3 Sachen miteinander verbindet, um ein landwirtschaftliches Problem zu lösen. So, und was ich heute mitgebracht habe, ist ein Verfahren zur gezielten Unkrautbekämpfung. Und da ist das Ziel quasi, Unkrautnester mittels Drohne aufzuklären, zu kartieren, dann mit unserer Software zu identifizieren und anschließend gezielt durch eine intelligente Maschine zu behandeln, getreu dem Konzept Map, Measure, Manage. Und vorher nochmal muss ich was sagen zur Herbizidapplikation, also zur Unkrautbekämpfung. Aktuell ist es so, dass wenn man halt Unkrautdruck hat, dann wird in der Regel die ganze Fläche behandelt. Also die ganze Fläche wird, wird sozusagen ja, desinfiziert, muss man sagen. Das ist sozusagen das aktuelle Verfahren. Und wir kommen jetzt hin und drehen das Ganze auf den Kopf und versuchen nur dort zu applizieren, wo es halt auch wirklich Unkräuter gibt. So, erster Schritt. Also der erste Schritt ist natürlich, man muss das Problem erstmal aufklären, also man muss das Ganze kartieren. Dazu wird die Fläche mit einer RTK-fähigen Drohne kartiert. Dann überträgt man die Bilder auf dem Laptop. Sie sehen das hier in den kleinen Animationen, das ist mein Kollege aus den USA. Und
mit Pix4D-Fields können wir diese Bilder sehr schnell zu einer georeferenzierten Karte zusammenfügen. Also es ist wirklich sehr schnell. Hier in dem Beispiel sind es 5 Minuten. Also der Kollege schafft vielleicht gerade noch mal 2 Sojapflanzen anzugucken und dann ist die Karte schon fertig. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Schritt. Und der zweite Schritt ist jetzt wirklich das Spannende, wenigstens für uns als Softwarefirma. Denn hier kommt unsere Eigenentwicklung, das sogenannte Magic Tool, zum Einsatz. Und dieses Magic Tool ist im Grunde ein Algorithmus, der es dem Nutzer ermöglicht, anhand von sehr wenigen Eingaben, anhand von sehr wenigen Labels, ja, einen Klassifizierungsalgorithmus in Echtzeit zu trainieren. Also wir haben hier einen dramatisch anderen Ansatz gewählt. Also wir haben nicht Terabyte an Daten, die wir in Modelle in der Cloud füttern und dann gibt es am Ende eine Blackbox, auf die der Nutzer sozusagen nur noch mit Ja oder Nein reagieren kann, sondern bei uns trainiert der Nutzer in Echtzeit live diesen Klassifizierungsalgorithmus. Und der wird sozusagen immer besser, je mehr Beispiele er sozusagen dem Algorithmus gibt. Es war vielleicht ein bisschen schnell, aber Sie haben das gesehen. Der klickt quasi an, okay, hier sind Unkrautnester, da ist blanker Boden, macht das 2-3 Mal und live im Hintergrund sozusagen klassifiziert dieser Algorithmus. Und das Schöne ist, man kann das dann als Karte für Traktoren und Feldspritzen ausgeben. In der Landwirtschaft nennt sich sowas Applikationskarte. So, und jetzt übergeben wir quasi an die Landtechnik und kommen zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist natürlich dann, wo man das Ganze in die Tat umsetzt. Und hier ist das Interessante an dieser Methode, dass wir eigentlich bestehende Maschinen mithilfe unserer Karten einfach effizienter nutzen können. So viele Landwirte haben diese Technik schon vorhanden, das nennt sich Teilbreitenschaltung oder Einzeldüsenansteuerung. Das hilft dem Landwirt einfach, wenn er zum Beispiel mit der Spritze mehrmals über die gleiche Stelle fährt, dass sie nicht doppelt und dreifach den gleichen Bereich spritzt. Aber wir können diese Technik mithilfe der Karten auch nutzen, um nur dort zu sprühen, wo auch das Unkraut ist. Und ich habe hier mal ein Anwendungsbeispiel von der Firma Amazone, mit der wir auch an dem Thema arbeiten, und dem Service Provider Drohnenwerkers mitgebracht. Und man sieht das hier sehr gut, die Karte wird quasi einfach per USB-Stick auf das Display übertragen und dann wie Magie, die Spritze spielt sozusagen Klavier auf dem Feld. Ja? Also es wird nicht mehr stumpf alles appliziert, sondern Sie sehen das hier sehr gut, das ist schon hochpräzise. Also wir sind bereits in diesem Status und wenn man ehrlich ist, wir sind eigentlich auch schon seit 10 Jahren so weit. Es braucht jetzt nur jemand, der diese ganzen Einzel-Lego-Teile sozusagen mal ordentlich zusammenbaut. Und was ich hier auch noch sagen muss, es gibt natürlich viele Mitbewerber und es gibt Riesenfirmen, die in dem Bereich mitmischen. Aber was an unserem System interessant ist, ist, dass wir das ein bisschen demokratisieren. Jeder kann mittlerweile eine Drohne fliegen, also das ist wie ferngesteuertes Auto sozusagen, fahren. Und jeder kann diese Software, die wir entwickelt haben, benutzen. Und jeder ist in der Lage, diesen Algorithmus mit der linken und rechten Maustaste zu bedienen. Also wir brauchen keine hochspezialisierten Firmen mehr und Service Provider, die das dann irgendwie hinter verschlossenen Türen trainieren und einem dann das Produkt liefern. Das kann mittlerweile jetzt, ja, im besten Fall jeder Landwirt soll das selber benutzen können, dieses System. Und das ist, was den Unterschied macht. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, was ist jetzt der Nutzen des Ganzen? Sollte eigentlich klar sein, aber mal ein paar grobe Zahlen. Natürlich, das ist immer ein bisschen Marketing. Bis zu, Sie kennen das beim Internetprovider, bis zu 90% weniger Herbizide sind nötig, je nachdem, in welchem Szenario ich mich befinde. Aber Einsparungen über 50% sind hier die Regeln. Des Weiteren, das ist ganz interessant von der Agronomie, ich muss ja nicht mehr die ganze Fläche mit diesem, gut, man muss schon sagen, es ist eine Chemikalie, mit dieser Chemikalie sozusagen behandeln. Und das führt dazu, dass ich auf den Teilen, wo ich quasi nicht gespritzt habe, einfach mehr Ertrag erreiche, weil die Pflanzen dort weniger gestört wurden durch dieses Pflanzenschutzmittel. Also das ist sozusagen nochmal so ein Bonus, den man mitnehmen kann. Und jetzt haben wir eigentlich ein wunderbares Paket und das hat man wirklich extrem selten, dass man auf der einen Seite, dass sich das für die Umwelt lohnt, weil wir ja wesentlich weniger Pflanzenschutzmittel benötigen und auf der anderen Seite, dass der Landwirt das auch im Geldbeutel merkt und das im Grunde ganz ohne Subvention, also das ist was ganz Seltenes, dass man das beides zusammenkriegt und dass am Ende beide happy sind. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen das jetzt zeigen, dass wir dieses alte Prinzip, Map It, Measure It, Management, nun ins 21. Jahrhundert bekommen haben und mit angewandter Präzisionslandwirtschaft da sozusagen ein bisschen vorangehen können. Das war's mit meinem Vortrag. Falls Sie Fragen haben, dann können Sie mich gerne kontaktieren über LinkedIn. Hier haben Sie meinen QR-Code. Und ansonsten können Sie natürlich auch jetzt Fragen stellen. Vielen Dank.